Hallo, in diesem Video will ich mit euch die Grundinstallation durchgehen. Dass das mit den Gasterweiterungen geklappt hat, sehen wir jetzt schon, weil ich den Bildschirm groß ziehen konnte. So, und als erstes kriege ich hier einen Willkommensbildschirm und da finde ich den Punkt Erste Schritte. Und aus meiner Sicht ist der auch echt sinnvoll, dass man den sich anschaut. Nicht nur, dass man hier Schreibtischfarben und Ähnliches ändern kann, nur dass das Ganze hier jetzt dunkel statt hell ist oder so, das sind so Spielereien, auch wie meine Leiste aussehen soll. Aber der Punkt Systemschnappschüsse ist für jemanden, der es nicht in eine virtuelle Maschine installiert, natürlich sehr sinnvoll, weil er dadurch ähnliche Möglichkeiten hat wie hier mit der virtuellen Maschine, dass ich einfach zu gewissen Zeiten zurückspringen kann und Änderungen sozusagen rückgängig machen kann. Für eine virtuelle Maschine ist das jetzt eine Doppelung, deswegen mache ich das jetzt hier nicht. Treiber brauche ich jetzt auch nicht machen, weil das habe ich ja schon über die Gasterweiterungen erledigt. Kommen wir mal zur Aktualisierungsverwaltung. Bestätigen. Und jetzt würde mir gleich sagen, dass ich, ob ich zu einem lokalen Spiegel-Server wechseln möchte. Und das will ich auf jeden Fall, weil ich möchte ja, wenn ich etwas installiere, dass das nicht um die halbe Welt geschickt wird, sondern schnell und ja, schnell verfügbar ist. Und man sieht ja hier schon eine Geschwindigkeitsmessung. Bei mir ist die Hochschule Esslingen häufig ganz vorne, RWTH Aachen ist auch immer recht gut dabei. Von daher wähle ich die jetzt hier aus. Und jetzt brauche ich noch einen Spiegelserver für die Ubuntu-Quellen. Linux Mint basiert ja auf Ubuntu. Und ja, auch hier ist Esslingen wieder. Oh, gibt sogar was Schnelleres. 2,9, also dann nehmen wir die. Und das war's dann auch schon. Mehr muss man hier gar nicht einstellen. Jetzt wird der Zwischenspeicher noch mal aktualisiert. Das heißt, im Endeffekt wird jetzt halt geguckt, was für Pakete gibt es. Auch die Aktualisierungsverwaltung hat schon wieder eine neue Version. Dabei ist die Beta ja gerade erst rausgekommen. Naja, schon ein bisschen länger. Und dann sollte ich gleich mal sehen, wie viele neue Pakete es seit der Veröffentlichung der Beta so gibt. Also eine Beta-Version oder ein Pre-Release ist praktisch für den großen Öffentlichkeitstest, dass man sich's runterladen kann, dass man es ausprobieren kann, dass man Fehler melden kann. 56 Aktualisierungen haben sich angesammelt, unter anderem der Firefox oder das Mail-Programm Thunderbird. Auch neuer Linux-Kernel ist schon unterwegs. Also da gibt es schon einiges. Ja, und was ich hier gerne einstelle, findet man unter Bearbeiten Einstellungen. Ja, das hier wäre jetzt eine Spielerei, ob dieses Symbol angezeigt werden soll oder nicht. Und wenn ja, in welchen Fällen. Von mir aus kann das bleiben. Hier könnte ich einstellen, wenn Pakete nicht installiert, aktualisiert werden sollen. Habe ich jetzt bisher keinen Grund für gehabt. Aber was ich auf jeden Fall gerne mache, ist eine Automatisierung. Und zwar möchte ich eigentlich, dass alles automatisch heruntergeladen und installiert wird. Und dazu muss ich wieder mein Passwort eingeben, einfach zur Sicherheit, dass ich wirklich berechtigt bin, sowas zu machen. Und nicht einfach nur auf Ja klicke, weil das könnte jedes zweite Schadprogramm auch. Also Aktualisierung automatisch anwenden. Ich sehe da jetzt für mich keinen großen Unterschied zu. Ich klicke jetzt extra bei den Aktualisierungen, dass sie installiert werden sollen, weil wenn ein Fehler auftritt, tritt er sowieso auf. Und bisher hatte ich da nichts. Sehr schön ist aber auch, dass ich jetzt an dieser Stelle Flatpaks und Applets und Desklets
aktualisieren kann. Die heißen hier lustigerweise Cinnamon Gewürze. Cinnamon ist ja der Desktop, den ich hier sehe. Und im Englischen nennen sie es Spices. Und das wurde jetzt auch eingedeutscht. Ja, also gut. Und ich möchte auch, dass alles Mögliche, was veraltet ist und was nicht mehr gebraucht wird, automatisch entfernt wird. Und so stelle ich das ein. Ihr könnt das gerne anders machen. Aber für mich ist es einfach angenehm, wenn sich mein System um all das kümmert, ohne dass ich dann ständig hier wieder Ja sagen muss und da Ja sagen muss. Ich habe jetzt nicht so den Bock darauf, ständig mein System zu konfigurieren, sondern das soll einfach laufen. Und so weiß ich, ich habe immer die aktuellste Software, die es gibt für Mint, und das passt so. Gut, dann käme als nächstes der Punkt Systemeinstellungen. Da mache ich eigentlich gar nicht so viel, aber für meine virtuellen Maschinen, das nervt mich, wenn ich mit denen arbeite und dann mal kurz was anderes mache und danach ist der Rechner wieder gesperrt. Wozu? Also da geht von meinem Hauptsystem der Bildschirmschoner an und sperrt's, und deswegen, ja, das möchte ich einfach nicht, das nervt mich. Doch, halt, jetzt hätte ich was vergessen. Und zwar müssten doch auch hier irgendwo die Sprachen zu finden sein. Ja. Bin ich jetzt zu blind, ha? Ja, einfach suchen hier oben und dann finde ich das auch. Warum gehe ich in die Spracheinstellung? Nun, Ubuntu kriegt es jetzt seit Jahren nicht hin, dass sie Deutsch vollständig installieren. Und wenn ich hier gucke, Deutsch, einige Sprachpakete fehlen. Die installiere ich mir jetzt. Ich hoffe mal, dass die Entwickler von Ubuntu das jetzt irgendwann mal auf die Reihe kriegen, dass wenn ich Deutsch auswähle, auch Deutsch kommt. Aber irgendwie interessiert die das nicht, warum auch immer. Und wenn man halt fehlende Sprachpakete hat, dann führt es halt dazu, dass dann Englisch im System auftaucht, wo es bereits Übersetzungen gibt. Also leider ist ja nicht alles vollständig übersetzt, aber vieles. Und ja, wenn ich schon Deutsch einstelle, dann möchte ich auch das, was in Deutsch vorhanden ist, auf Deutsch lesen können. Und wem das egal ist oder so, der kann ja auch gleich Englisch verwenden. Aber ich mache das jetzt halt so einfach. Gut, dann Anwendungsverwaltung. Hier kann ich mir eben jede Menge zusätzliche Programme herunterladen. Ja, das ist wie so ein App Store auf dem Handy. Ich kann mir hier alle möglichen Programme herunterladen. Einiges kennt ihr ja sicherlich, wie Google Earth oder Skype oder WhatsApp. Ja, und da gibt es schon ganz schön viel. Ich kann hier drin eben suchen, wenn ich weiß, wie ein Programm heißt. Und da habe ich eben die Möglichkeit, Darktable, ein Grafikbearbeitungsprogramm, zu installieren. Das gibt es entweder so als normale Installation, wo also die Bibliotheken vom Grundsystem mitverwendet werden. Oder es gibt eben so eine Flatpak, wo dann praktisch die Bibliotheken, die Libraries praktisch mit dem Programm zusammengeliefert werden. Und das Ganze mehr oder weniger so ein bisschen gekapselt vom Grundsystem ist. Was man da bevorzugt, das muss jeder selber wissen. Alles so seine Vor- und Nachteile. Gut, Firewall brauche ich jetzt in dieser virtuellen Maschine auch nicht. Wüsste ich zumindest nicht warum. Und dann wäre ich jetzt eigentlich schon fertig. Hier könnte ich jetzt noch gucken, welche neuen Funktionen es mit Linux Mint gibt. Also in dieser Beta. Und doch, etwas ganz Wichtiges. Ich suche hier nach Benutzer und Gruppen. Und was leider meistens passiert ist, dass ich nicht in der Gruppe VBoxSF drin bin,
Also hier kann man scrollen oder mit dem Mausrad. Und das sind die VirtualBox Shared Folders. Und wenn ich nicht in dieser Gruppe bin, dann kann ich nicht auf meinen geteilten Ordner zugreifen, den ich mir eingerichtet habe. Hier ist er. Und der Ordnerinhalt konnte nicht angezeigt werden, obwohl ich mich jetzt gerade der Gruppe hinzugefügt habe. Das liegt aber daran, dass diese Gruppeneinstellungen jetzt noch nicht gezogen haben. Das heißt, ich muss mich an und wieder abmelden, ab und wieder anmelden. Und dann komme ich auch auf meinen Shared Folder und kann dann praktisch mit meinem Grundsystem Daten austauschen. Ja, und hier steht, was alles neu ist. Aha, genau, da steht jetzt eben das mit den Cinnamon Spices. Dann haben sie noch was eingebaut, wenn es zu viel Speicher verbraucht, dass das neu geladen wird. Genau, hier haben sie diese neuen Update-Optionen, die ich gerade entdeckt habe. Ah ja, dann haben sie ein neues Bulk Rename Tool, also das heißt, wenn ihr Fotos von eurer Kamera auf den Rechner zieht und denen dann neue Namen geben wollt, was weiß ich, Party bei Klaus oder so, und dann könnt ihr praktisch da eine ganze Riesenmenge an Dateien auf einmal umbenennen. Ihr müsst dann nur irgendeinen Bestandteil nehmen und dann da halt was anderes hinschreiben, also was weiß ich, statt IMG käme jetzt halt das. Also das finde ich eine recht coole Geschichte. Sticky Notes habe ich noch nie verwendet. Wowpinator, da kann man dann Daten zwischen unterschiedlichen Rechnern leicht austauschen und es gibt jetzt dafür auch eine Android-App. Ah ja. Gut, und Nemo. Aha, Nemo kann jetzt auch suchen innerhalb von Dateien, aber nur in dem Ordner. Aber wenn ich nicht mehr genau weiß, welches Dokument es war, kann es wohl auch Dokumente. Content Search. Ja, keine Ahnung, muss man mal ausprobieren. Genau, die Applets. Ah, das wollte ich auch noch gerne. Ich habe so ein kleines Faible für Applets. Und ich tue mir immer gerne eine neue Leiste, und zwar hier oben hin. Und diese Leiste hier oben, da muss man aufpassen, dass die rot ist. Die mache ich mir klein. So, und fertig. Und jetzt kann ich in diese Leiste Applets reinhängen und da gibt es einige coole Sachen. Zum Beispiel habe ich gerne das Wetter bei mir und was möchte ich noch gerne haben? CPU-Temperaturanzeige ist immer ganz nett. Das bringt mir jetzt nur in der virtuellen Maschine nichts, weil ich kann ja auf diese Daten nicht zugreifen. Die Systemüberwachung finde ich eigentlich ganz nützlich und so. Und wenn ich jetzt dann hier auf Verwalten gehe, dann kann ich jetzt diese Sachen hier mit dem Plus der Leiste da oben hinzufügen. Und ja, das schaut jetzt hier nicht ganz so schön aus. Das kann man aber ein bisschen einrichten. Und zwar über die Rahmenfarbe. Rahmen anzeigen. Und was zeigt die jetzt hier an? Na, das erste ist, wie ist meine CPU belastet. Das zweite, wie der Arbeitsspeicher, Swap, also Auslagerung, wenn der Arbeitsspeicher voll ist. Netzwerk und die durchschnittliche Last. Und das habe ich jetzt einfach immer im Blick, wie es meinem System geht. Und das finde ich ganz cool. Und bei der Wetter-App, bei dem Wetter Applet muss man aufpassen, dass man hier jetzt halt den richtigen Ort auch hat. Und ich habe jetzt tatsächlich hier schon die Erfahrung gemacht, dass die zumindest bei der letzten Version die manuelle Ortseingabe am besten über Geokoordinaten funktioniert, wenn man es nach Orten
Also wenn man seinen Ort reinschreibt, das soll auch funktionieren. Das hat aber bei mir immer wieder für Fehler gesorgt. Aber könnt ihr ja ausprobieren oder euch interessiert das Wetter gar nicht. Von daher. Genau. Aber schaut da gerne rein. Da gibt es einige coole, nützliche Sachen. Und damit habe ich jetzt, glaube ich, mal so die Grundeinrichtung abgeschlossen. Ich fahre wieder hier herunter. Wenn ihr auf das X hier oben geht, passt auf, dass ihr nicht die virtuelle Maschine ausschaltet. Das ist wie Stecker ziehen. Am besten ihr fahrt es ganz normal hier runter. Oder wenn ihr hier oben draufklickt, dass ihr den Zustand speichert. Das ist natürlich auch ganz nützlich, dass ich dann praktisch gleich wieder da bin, wo ich vorher war. Aber ich mache das jetzt mal ganz klassisch herunterfahren, weil ich will mir jetzt noch einen weiteren Snapshot anlegen. Nämlich, ich hatte jetzt mal die Grundinstallation mit Gasterweiterung. Und jetzt gehe ich vom aktuellen Zustand aus und erzeuge mir einen Snapshot. Und der heißt eingerichtet. Mint ist eingerichtet, also das heißt, ich habe die ganzen Grundkonfigurationen gemacht. So, ihr seht schon, das baut sich wie so ein Baum auf. Und da kann ich jetzt eben auch wieder auf diesen Punkt zurückspringen. Okay, das war's dann von meiner Seite. Macht's gut. Ciao, ciao.